Hallo ihr Lieben, diesen Monat war super viel los bei mir. Es ging ein bisschen drunter und drüber, aber ich werde trotzdem mal versuchen, den fünften Lernblock für euch zusammenzufassen. Im fünften Lernblock ging es ganz allgemein ums Lernen und Lernverhalten. Es gibt zwei Skripte. Das erste heißt Lernen und Gedächtnis und das zweite heißt Lernen, Motivation und Ausbildungsverhalten beim Hund. Und nur bei diesem zweiten Skript gibt es dann auch die Multiple-Choice-Fragen, die man wieder einsenden muss. Beide Skripte werden von unterschiedlichen Tutoren betreut und jeder dieser Tutoren bietet auch wieder Zoom-Meetings an, die man besuchen kann. Ganz allgemein fand ich den Lernstoff nicht zu viel. Es war gut geschrieben, man kam gut durch. Beide Skripte haben auch kleine Videos oder Veranschaulichungen in den Skripten, damit man es besser versteht. Aber trotzdem habe ich ein bisschen meine Probleme gehabt mit den ganzen Begriffen und ich glaube, ich war einfach ein bisschen, diesen Monat war halt so viel los und ich glaube, ich war ein bisschen überwältigt von der ganzen Masse an Informationen, die auf mich zukam. Ich habe mir jetzt alle Begriffe aufgeschrieben und muss die halt nach und nach nochmal durchgehen. Aber genau, ich habe mich ein bisschen gefühlt, als ob ich nicht direkt alles in den Kopf kriege. Ich hoffe, dass die Seminare und die ganzen Zoom-Meetings, einfach wenn man mit den Begriffen nochmal mehr umgeht, dass einem das nochmal weiterhilft. Aber trotzdem war ich halt eine Woche circa vor Monatsende fertig. Und in der Zeit habe ich mich dann, anstatt dem Sekretariat zu schreiben, ob die mir den nächsten Monat direkt freischalten könnten, habe ich mich einfach den IHK-Videos gewidmet, die jetzt ja auch schon online gestellt wurden für wahrscheinlich alle Leute, die sich für den IHK-Zusatzlehrgang sozusagen noch angemeldet hatten. Ganz allgemein ging es in den beiden Skripten um die Grundsätze des Lernens, Lernvorgänge zu verstehen, aber auch wie kann man etwas beibringen, was für Auswirkungen hat Lernen, aber auch was für Auswirkungen haben die verschiedenen Methoden des Beibringens. Also gibt es irgendwelche Methoden, die sich besser eignen oder weniger gut eignen und warum ist das so? Im Skript Lernen und Gedächtnis ging es ganz kurz gefasst eigentlich um verschiedene Lernprozesse und Gedächtnisfehler. Es wird natürlich alles im Detail erklärt mit Grafiken und Videos, um es ein bisschen mehr verständlich zu machen. Und dann Lernen, Motivation und Ausbildungsverhalten beim Hund hat dann nochmal auf dieses Skript aufgebaut, hat alles ein bisschen näher auf den Hund angewendet, hat alles nochmal mehr im Detail erklärt, aber auch gesagt, worauf man achten sollte, wenn man bestimmte Techniken anwendet, um dem Hund etwas beizubringen, aber auch woher Verhalten von einem Hund kommen kann, da er zum Beispiel durch irgendwelche Reize in seiner Umwelt ohne das Zutun oder zumindest das bewusste Zutun seiner Bezugsperson konditioniert wurde. Es wurde auch nochmal hervorgehoben, dass ein Hund 24 Stunden am Tag eigentlich lernt und natürlich dann dadurch jede Situation eine Lernsituation ist für den Hund. Wie passt sich die Umwelt an das, was der Hund tut? Wie passen wir uns an das, was der Hund tut? Wie reagieren wir? Und je nachdem wird der Hund natürlich sein Verhalten dann in der nächsten Situation, die so ist, angleichen. Dann gab es aber auch in dem Skript einen Teil mit Erklärung zu Fachbegriffen. Es gab einen Teil, wo die Möglichkeiten, Verhalten zu bekommen, genannt wurden und wie diese im Training angewendet werden. Zum Beispiel das Locken eines Hundes in eine bestimmte Position rein, zum Beispiel beim Sitz, oder auch Verhalten einfangen und so weiter. Also wirklich alles wurde dann nochmal im Detail erklärt. Es gab was, es wurde genannt Übungsaufgaben. Es sind Videos, wo direkt davor steht ein kleiner Teil, wer ist im Video zu sehen, was wird gezeigt. Genau, das Mensch-Hund-Team eigentlich. Und es wird nochmal veranschaulicht, wie man bestimmte Sachen beibringen kann. Zum Beispiel aber auch später in dem Skript war es übers Grundgehorsam. Wie kann man das aufbauen, das Verhalten zu bekommen, Handzeichen einzusetzen, Hörzeichen einführen, die Dauer erhöhen, generalisieren. All das, aber vorher immer mal wieder durch Skript gab es das auch zum Markersignal zum Beispiel. Dann ging es darum, ab welchem Zeitpunkt kann man denn die Anforderungen erhöhen oder ein neues Kommando dann dazu nehmen und was macht man bei Fehlern oder bei Ablenkung, die halt in der Umgebung ist und wie oft und lange übt man. Also eigentlich generell alles, wie gesagt, ums Lernen.
was es einem nochmal verdeutlicht, wie das stattfindet und wie man am besten was beibringen kann oder was es für Wege gibt, generell etwas beizubringen. Aber das war's mit der Zusammenfassung vom 5. Lernblock. Ich melde mich bald wieder. Tschüss!